Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Hightex. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und heute mal seit langem wieder mit einem Video und zwar mit dem Review zum Sony Xperia P. Ja, das ist das Gerät, so ist es eingepackt. Hier an der Seite auch nochmal Xperia P aufgeschrieben und das Gerät gehört zu der Sony Xperia Next Series. So sieht die Verpackung aus. Und dann öffnen wir die Verpackung mal. Und dann kommt uns diese Pappschachtel zum Vorschein. Hier drin befindet sich dann das Sony Xperia P. In dieser Verpackung nochmal. Das packen wir mal beiseite. Es ist übrigens die schwarze Version. Dann haben wir hier noch ein paar Anleitungen sowie die NFC-Tags. Das packen wir wieder zur Seite. Hier haben wir dann noch das USB-Kabel. Dann hier noch das Modular bzw. das Netzteil. Und dann noch die Kopfhörer. Das war es auch schon vom Lieferumfang. Kommen wir zum eigentlichen Gerät, das liegt genau vor uns. Hier haben wir jetzt nun das Sony Xperia P noch in der Folie. Die machen wir jetzt mal ab. Und hier vorne drauf steht nochmal, dass es NFC-fähig ist, dass man eine Micro-SIM-Karte benötigt, dass man das Gerät innerhalb von 30 Minuten ungefähr vollständig aufladen kann und dass hier an der Seite der An- und Ausschalter ist. Die Folie entfernen wir jetzt aber einfach mal. Und so sieht jetzt unser Gerät aus. Ganz hier oben haben wir zum einen das Sony-Logo. Darüber ist nochmal ein Lautsprecher. Daneben ist ein Sensor sowie eine Frontkamera. Hier haben wir dann unser großes 4 Zoll Mobile Bravia Engine Display direkt von Sony mit einer QHD-Auflösung, sprich 540x960 Pixel und das Ganze auf 275 Pixel per Inch. Das ist recht gut und das Display hat auch eine White Magic, also es leuchtet sehr, sehr hell und es sieht sehr, sehr gut aus. Ja, darunter haben wir dann hier noch die Android-spezifischen Tasten, zurück, Home und die Menütaste, sowie auch nochmal ein Xperia-Logo. Dann auf der linken Seite hier den USB-Anschluss, HDMI-Anschluss, den Micro-SIM-Karten-Slot. Sowie hier unten auch nochmal ein kleines Mikrofon. Auf der rechten Seite eine richtige Kamerataste, die Lautstärkewippe sowie der An- und Ausschalter. Der ist jetzt nicht mehr auf der oberen Seite, sondern jetzt wie bei Samsung auf der rechten. Hier dann auch noch ein Lautsprecher und hier oben den 3,5 mm Klinkenstecker. Hinten haben wir dann zum einen das Fotolicht, eine 8 Megapixel Kamera, die kann auch Videos in 1080p aufzeichnen und macht sehr, sehr gute Bilder. Hier unten nochmal ein Sony Ericsson Logo bzw. auch das Sony Logo und hier unten nochmal der Xperia Schriftzug. Und wie ihr seht, diese Leiste hier unten ist transparent. Wir können also hier unsere Finger durchstecken und man sieht das. Es ist sehr, sehr stylisch gemacht und sieht sehr gut aus. Der Akku des Geräts ist fest verbaut und hat eine Kapazität von 1300 mAh und das Gerät wiegt 120 Gramm und hat die Maße von 122 mm in der Höhe, 59 mm in der Breite und an der dicksten Stelle ist das Gerät 10,5 mm dick. Es ist schon recht dick für so ein Gerät, es sieht auch, ja, es hat seine eigene Form, es liegt aber dennoch sehr, sehr gut in der Hand und hat die optimale Größe. Hier hinten, das fühlt sich etwas wie Aluminium an, ist es aber nicht, denn es ist nur Plastik, aber es wirkt hochwertig und sieht gut aus. Ja, schalten wir das Gerät einmal an und das tun wir hier auf der rechten Seite. Einfach den An- und Ausschalter kurz gedrückt halten, dann vibriert das Gerät und in der Zeit, wo das Gerät hochfährt, erzähle ich euch mal kurz die technischen Daten. Wir haben hier nämlich zum einen einen Dual-Core-Prozessor mit 1 GHz pro Kern. Das ist ein ST-Ericsson-Prozessor.
des Weiteren auch noch 1 GB an Arbeitsspeicher sowie 16 GB an internen Speicher. Der lässt sich nicht erweitern, der interne Speicher, und ihr seid halt praktisch an die 16 GB gebunden. Nochmal kurz hier zu den Seiten. Sony hat hier unten Schrauben reingemacht. Ich weiß nicht warum, ob das jetzt designtechnisch sein soll. Ich finde es jetzt nicht so toll, wenn es passt nicht so gut. Genauso wie auf dieser Seite. Aber eigentlich sieht man die kaum, sodass es noch geht. Ja, hier ist dann unser Lockscreen. So entsperren wir das Gerät, indem wir einfach nach rechts den Riegel schieben. Beziehungsweise wir können auch hier draußen lautlos machen oder wieder Ton an. Und hier sind wir auf unserem Homescreen. Ihr seht das Display jetzt nicht auf voller Helligkeit, aber es leuchtet sehr, sehr stark und es ist sehr hell. Wir gehen mal kurz in die Einstellungen. Ich zeige euch nochmal die Android-Version. Hier läuft nämlich noch Android 2.3.7 Gingerbread. Es ist noch nicht Android 4.0 vorhanden. Es kommt aber bald, laut Sony. Und dann sollte das Gerät noch schneller laufen. Aber es läuft jetzt schon sehr, sehr schnell. Das kann ich euch auf jeden Fall sagen. Wir haben das Gerät jetzt natürlich neu gestartet. Deswegen kann es immer nochmal zu ruckeln kommen. Aber so ist das Gerät wirklich sehr, sehr schnell und der Dual-Core-Prozessor reicht völlig für das Gerät aus. Hier auf unserem Homescreen haben wir jetzt verschiedene Apps schon belegt, beziehungsweise auf Widgets. Und ihr seht, wir haben hier einen Ordner, den habe ich einfach mal Sony genannt. Und da habe ich mal ein paar Sony-eigene Apps reingetan. Zum Beispiel Music Unlimited und so weiter. Den Ordner erstellt ihr euch einfach, indem ihr eine Anwendung über die andere zieht und den Ordner einfach einen Namen gebt und fertig sagt, dann habt ihr jetzt hier einen Ordner. So könnt ihr auf euren Homescreens einfach ein bisschen Platz sparen und es ist ganz cool gemacht. Ihr könnt das auch hier wieder rausziehen und den Ordner einfach löschen. Und ja, hier habt ihr eure 5 Homescreens, die lassen sich nicht erweitern, sodass ihr 7 oder neuen Homescreens habt, sowie auch nicht verkleinern. Also ihr seid an die 5 Homescreens gebunden. Hier oben seht ihr immer, auf welchen Homescreen ihr euch befindet. Ich war gerade in der Mitte. Jetzt sind wir auf den letzten. Und das Hintergrundbild bewegt sich auch immer mit. Wenn man tippt, seht ihr, es bewegt sich. Und ein Widget könnt ihr hinzufügen, indem ihr einfach länger auf das Display drückt, dann auf Widgets geht und irgendein Widget hinzufügt, zum Beispiel den Datenmonitor. Ich könnte das auch wieder verschieben oder auch löschen. So ist das Prinzip. Hier oben, wenn wir die Leiste runterziehen, ist unsere Benachrichtigungsleiste. Da sehen wir eingehende Anrufe bzw. auch Nachrichten von Facebook, wenn ihr das synchronisieren lässt. Und so sieht das aus. Hier unten haben wir dann noch den App Drawer. Hier seht ihr eure ganzen Apps und ihr könnt sie auch anordnen, indem ihr einfach hier unten drauf drückt und dann die Apps an die jeweilige Position verrückt. Hier oben könnt ihr von mir aus auch die wichtigste App hinbelegen, zum Beispiel meine App, die ganz wichtig ist, nehmen wir mal an, Navigation. Da lege ich die da oben hin, sage speichern, dann gehe ich in den App Drawer und rufe einfach Navigation auf. Die ist gleich an erster Stelle. Wir können aber auch die Apps anordnen, zum Beispiel ich habe jetzt die eigene Sortierung gewählt, wir können die aber auch alphabetisch anordnen, sodass sie nach dem Alphabet angeordnet werden oder auch nach den häufigsten verwendet ins anordnen. So sieht das aus. Und jetzt schauen wir uns mal den Browser an, der ist nämlich auch sehr sehr fix und wir haben jetzt hier Google aufgerufen, wir gehen aber mal auf unsere Website, nämlich hightechs.de. Könnt ihr übrigens auch mal machen, wenn ihr Lust habt. Entschuldigung, wenn ich mich jetzt hier vertippe, ich sitze gerade hinter der Kamera, deswegen ist es etwas schlecht. So sieht übrigens die Tastatur aus. Etwas wie beim iPhone. Es lässt sich im Querformat sehr, sehr gut tippen. Im Hochformat ist es etwas schwer, wie ihr auch gerade bei mir gesehen habt. Und jetzt sagen wir los. Die Seite wird jetzt aufgebaut. Und das funktioniert eigentlich sehr schnell. Ihr seht, manchmal ruckelt es noch ein bisschen.
Seite ist jetzt aufgebaut und wir können jetzt hier zoomen mit dieser Geste. Wir können aber auch einfach doppelt draufklicken. Der Text wird auch schön angepasst, wie bei den HTC-Geräten. Und so sieht das Ganze dann aus. Es läuft recht schnell für ein Dual-Core-Gerät. Bei Quad-Core läuft es schon komplett flüssig. Aber hier reicht es völlig aus. Und vor allem bei so einem Gerät mit von dieser Preisklasse ist es wirklich ein sehr, sehr toller und schneller Browser. Des Weiteren gucken wir uns nochmal die Kamera an. Die sieht nämlich so aus. Wir nehmen einfach mal hier das Ladegerät als Objekt. Und ja, so ist die Kamera einfach aufgebaut. Ihr habt hier unten die zuletzt geschossenen Fotos. Ihr könnt hier den Blitz ein- und ausschalten. Ich mache es einfach mal aus. Hier oben könnt ihr die Szene wählen. Ihr könnt sogar ein Schwenk-Panorama-Bild machen. Und hier könnt ihr dann zu der Videokamera wechseln. Da habt ihr ebenfalls nochmal verschiedene Einstellungen. Aber wir schießen einfach mal ein Bild. Das tun wir hier. Oder indem wir hier oben diesen Kamera-Button gedrückt halten. Und die Fotos sehen wirklich schön aus. Es ist jetzt nicht das beste Bild, weil es hier etwas gerade ein bisschen, ja, nicht die beste Beleuchtung hier ist. Aber im Tageslicht sehen die Fotos wirklich toll aus und fast schon wie von einer Digitalkamera. Wir gehen nochmal kurz in die Galerie, damit ihr seht, wie toll das Display überhaupt ist. Und ich rufe da jetzt einfach mal die Testbilder auf. Und ihr seht, sie werden schnell aufgebaut. Es wird nur ganz kurz geladen. Und wenn wir hier reinzoomen, es ist einfach toll. Es sieht gut aus. Es wird sehr, sehr schnell gerendert. So wie das sein muss. Und die Farben sind richtig gut. Das Mobile Bravia Engine Display gefällt mir auch von vielen Displays sehr gut. Das LCD 2 Display vom HTC One X ist ebenfalls ein tolles Display. Das Super AMOLED HD Display von dem S3 habe ich jetzt noch nicht getestet. Aber hier sehen die Farben wirklich sehr, sehr hell und toll aus. Und ihr seht, die Geschwindigkeit von den Bildern zu rendern ist auch top. Zu guter Letzt gucken wir uns mal den Musikplayer an. Wir gehen wieder hier ins App Drawer Menü, Musikplayer. Und hier haben wir dann unsere ganzen Lieder. Ich kann euch leider keins vorspielen, da dies wieder gegen die Urheberrechte von YouTube verstößt. Aber ihr seht, so sieht der Music Player aus. Und ihr könnt auch hier die Equalizer einstellen. Je nachdem, wie ihr das möchtet. Der Music Player ist übrigens von der Lautstärke bzw. der Lautsprecher ist sehr, sehr laut. Wir haben hier auch die Funktion Y-Laut und das erhöht einfach die Musiklautstärke nochmal um ein bisschen mehr und es bringt auch was. Hier seht ihr auch nochmal die ganzen Alben. Also der Musikplayer ist wirklich toll aufgebaut. Man wischt hier durch und ja. Auch hier auf dem Lockscreen könnt ihr hier nach drüben wischen. Da könnt ihr euren Musikplayer anschalten. Und das war eigentlich auch schon das Review vom Sony Xperia P. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr könnt ein bisschen sehen, wie das Gerät überhaupt ist. Für die Preisklasse von ungefähr 330 Euro ist das Gerät ein sehr, sehr tolles Gerät. Sony hat hier eine klasse Verarbeitung und das Display sowie die Geschwindigkeit und das Design ist einfach toll. Ich kann das Gerät wirklich jedem nur empfehlen, der sich ein Gerät in der Preisklasse von 350 Euro zulegen möchte, denn es hat eine Top-Leistung und mehr braucht man eigentlich von einem Dual-Core-Prozessor-Gerät nicht zu erwarten. Das war das Video
Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, abonniert uns, schaut unsere anderen Videos an und schaut auch in der nächsten Zeit vorbei, denn dann kommt auch das Galaxy S3 Review. Und vielen Dank fürs Zusehen und bis bald!